Sorge bedeutet, wenn Unwissenheit da ist, aufgrund der Unwissenheit ist Egoismus da, aufgrund der Unwissenheit. Und Egoismus ist lebendiger Egoismus. Und wenn man etwas tun möchte und ist nicht in der Lage, die Arbeit zu vollenden, oder man hat keinen Erfolg und hat keine Lösung dafür, zu dem Zeitpunkt macht man sich Sorgen um das Problem. Das Ego sorgt sich um das Problem. Sorge ist nichts. Aufgrund der Unwissenheit entsteht Sorge. Diese Sorge, aufgrund der Sorge lädt sich das Atom auf. Im nächsten Leben entlädt sich das Atom. Nach dem Gnan, nach dem Gewahrsein der reinen Seele, nach Dada Bhagwans Gnan-Zeremonie bekommen wir das Gnan, das Wissen der reinen Seele, und zu dem Zeitpunkt sehen wir immer noch gewisse Sorgen, aber das ist keine wirkliche Sorge, sondern Bedrängnis. Was immer wir im letzten Leben aufgeladen haben, wird in diesem Leben entladen, weil ich im Zustand der reinen Seele bleiben kann. Dennoch haben Verstand, Sprache und Körper ein gewisses Leiden, und das ist nichts als Bedrängnis. Das sind die sich entladenden Atome der Sorge. Hier sagt Dada, hier ist es erwähnt, die Bedrängnis ist ein Ergebnis der Sorge, die im letzten Leben aufgeladen wurde. Bedrängnis wird jetzt entladen, aber sie wurde aufgrund von Unwissenheit aufgeladen, weil man sich in Unwissenheit um etwas gesorgt hat. Und diese Aufladungsatome entladen sich jetzt und zeigen eine Wirkung. Das nennt man Bedrängnis. Das ist keine Sorge, weil Sorge das Aufladungskarma ist. Und Bedrängnis ist das Entladungskarma. Hast du verstanden? Ja.